Nicht getan haben, sind sie selber schuld. Energie Cottbus hat gewonnen bei Fortuna Düsseldorf mit 3:0, hat jetzt 38 Punkte. 34 hatte der FC Gütersloh vor diesem Spieltag und damit ist klar, die Mannschaft steht mächtig unter Druck und das ausgerechnet vor dem Ost-Westfalen-Derby bei Arminia Bielefeld. Nun kann man denken, na, vielleicht gibt es da ja ein bisschen Schützenhilfe. Ne? Die beiden kennen sich gut, sind eng beieinander und Arminia Bielefeld ist eh schon aufgestiegen. Die werden in erster Linie an Party denken. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, denn wenn man sich das Hinspiel nochmal ins Gedächtnis ruft, 2:0 gewann Bielefeld damals in Gütersloh, da ging es doch richtig kräftig zur Sache. Wie war es denn heute, Aykalay? Naja, die Bielefelder, sie feierten erstmal schon vor dem Spiel. Nicht immer waren sie mit ihren Fans zufrieden. Nun jedoch der persönliche Dank. Und der implizierte vor allem das Versprechen, gegen die von den Fans verachteten Gütersloher alles zu geben. Bielefeld wie eh und je in Blau-Schwarz mit Giuseppe Reyna. Und da kommt ein Grüner mit der 5, Jens Schiedl. Genau eine Halbserie fehlte er verletzt und der Gütersloher Libero erhielt von Schiedsrichter Kamera gleich ein Begrüßungsgeschenk, nämlich kein Gelb für diese Attacke. Der folgende Freistoß mit Riedlewitz und Reyna, sein letztes Arminenspiel auf der Alm. Er kommt nächste Saison mit Borussia Dortmund wieder. Die Gütersloher im Konter mit Bosinov, zu Beginn jedoch verkrampft. Jürgen Gelsdorf versuchte einzugreifen, er musste auf die gesperrten Omodiakbe und Kosch verzichten, wie auf den verletzten Stendel. Cottbus führt inzwischen 1:0 in Düsseldorf. Gütersloh nun noch stärker unter Druck, doch Bielefeld mit Meißner. Silvio Meißner 1:0. Er hatte für Bielefeld mit seinem Tor in Karlsruhe den Aufstieg perfekt gemacht. Nun sein drittes Saisontor. Freistoß Böhme und Scharpenberg begleitet den aufgerückten Meißner ohne einzugreifen. Die Gütersloher Antwort von Watering. Mit gestrecktem Bein gegen Stratos und sofort entwickelte sich ein Handgemenge mit anschließendem Gelb für Watering und Böhme. Nichts da mit heimlicher Absprache, ein erfreulicher Aspekt an diesem Spiel. Die Bielefelder, sie rannten ohne Pause, sich zum Teil in die Quere, Maul und Böhme. Aber gleich kam der nächste, Reyna. Reyna fällt zum Elfmeter. War es einer? Im Strafraumzipfel erwischte Willi Landgraf Reyna, ausgerechnet der erfahrenste aller Zweitligaspieler, Landgraf mit dem verhängnisvollen Foul. Natürlich kam Bruno Labbadia. Der starke Langerbein in der richtigen Ecke, aber um den zu halten, hätte er wohl 2,50 Meter groß sein müssen. Das 2:0, Bruno Labbadia, sein 25. Saisontor, darunter 5 Elfmeter. Bei der klammen Arminia gibt es einige offene Fragen, doch heute hüllten sich alle in Schweigen, auch im Fall von Labbadia, der von Eintracht Frankfurt umworben wird. Thomas von Heesen will bei Hannover 96 Sportdirektor werden, hat in Bielefeld aber noch Vertrag bis Jahresende. Die Spielfreude störte das nicht. Bode, Labbadia, wieder Jörg Bode und Langerbein. Der Gütersloher Torhüter war richtig sickig, weil die Bielefelder in den Strafraum stürmten, wie sie wollten. Und zudem bekamen die Grünen keinen eigenen Aufbau zustande. Pass von Schiedl genau zu Ronald Maul. Maul, er will unbedingt zum HSV. Bielefeld-Manager Bruchhagen behauptet, eine Option gezogen zu haben. Wie auch immer, heute stellte sich die Leichtigkeit des Erstligadaseins ein. Bei Gütersloh lähmte der Gedanke an Amateurgehälter in der nächsten Saison. Gelsdorf grübelte, wie er das Unvermeidliche noch abwenden konnte. Seine Mannschaft benötigte nun 3 Tore, also brachte er zur Pause Stürmer Elberfeld für Schiedl, der Abwehr keine Sicherheit geben konnte. Und in der Tat, das Tor vor der großen Tribüne besitzt besondere Anziehungskraft. Elberfeld auf Wagner, doch Bosinov im Abseits. Sie erkennen an diesen gezeigten Szenen unseren Willen, Gütersloh nicht zu unterschlagen, aber ihr Bemühen bis dahin nur drittklassig und Bielefeld mit Vorfreude auf die Feier. Jörg Böhme immer mit Zug zum Tor und solchen hat auch Bruno Labbadia. Jetzt wird es langsam schwierig mit dem Zählen seiner Tore. Der 26. Treffer und ein Novum. Die Pistolen liegen diesmal im Halfter. Das Tor von Labbadia und die gleichzeitige 2:0-Führung von Cottbus in Düsseldorf. Sie schockte Gütersloh. Jürgen Gelsdorf konnte nun mit den Planungen für die Regionalliga beginnen. Er hat noch 2 Jahre Vertrag, wird den Wiederaufstieg mit einem Etat von 5 Millionen Mark anstreben. Denn die Bielefelder, sie blieben aggressiv. Böhme,
Und während er sich noch mit Borsinov streitet, Hofschneiders Pass zu Reiner. Sein Abschiedstor für Arminia? Nein. Thomas von Heesen hatte bedingungslosen Einsatz seiner Elf gegen Gütersloh versprochen. Und alle haben Wort gehalten. Die erste Chance für Gütersloh in der 72. Minute. Weidemann auf Kanale. Georg Koch. Kanales Abschluss, synonym für die Gütersloher Auswärtsschwäche dieser Saison. Nur 6 Punkte auf Gegners Platz. Das führt in die Regionalliga. Sein Weg führt in die erste Liga. Bruno Labbadia, 22.000 pro Vierten stehen, dem Zweitligaspieler der Saison. Dann war Schluss. Für Bielefeld war das 13:0 eine Riesenparty. Für Gütersloh klärte sich die Abstiegsfrage. Ja, ich denke, dass wir gerade zu Hause immer am Optimum gespielt haben. Und irgendwann verliert man auch ein Spiel. Das ist uns vor 14 Tagen leider passiert. Dadurch kamen wir heute natürlich noch mehr unter Druck. Und wir wollen heute das Unmögliche möglich machen, aber Arminia war zu stark. Wir haben 20 Minuten recht gut begonnen, da hatten sie nichts. Dann das alte Lied, Standardsituation, wir pennen hinten, 1:0 und dann fällt der ganze Laden zusammen. Und das ist das Enttäuschende, dass man nicht das letzte Fünkchen Hoffnung geglaubt hat. So bleiben bei mir auch rüber. Bleiben Sie in Gütersloh? Weiß ich noch nicht. Ein Tag trennt den Fußball in Ost-West-Fadern um Welten. Bielefeld steigt nach dem 3:0 auf. Gütersloh muss in die Regionalliga.